kam bei uns insgesamt eine eher östliche Strömung ein am Rande dieses Hochdruckgebiets, was sich Richtung Ostsee bzw. Nordeuropa aufbauen wird. Also da sehen wir schon mal deutliche Wetterberuhigung auf jeden Fall und wieder zunehmender Hochdruckeinfluss im Verlauf der ersten Wochenhälfte bzw. bis Dienstag. Ja, jetzt müssen wir mal den weiteren Verlauf ein bisschen anschauen. Da wird es nämlich verzwickt. Es ist schon ein bisschen ein interessantes Gerangel zwischen dem amerikanischen und dem europäischen Wettermodell. Und ich will jetzt einfach mal zeigen, was im weiteren Verlauf das amerikanische Wettermodell berechnet. Und das ist da relativ konstant. Auch gestern in den Berechnungen. Immer wieder berechnet es nämlich, dass sich ein relativ markanter Hitzekeil aufbaut. Und vor allem über Skandinavien markanter Hochdruckaufbau erfolgt. Und das ist immer ausschlaggebend für uns auch, dass sich bei uns eine relativ stabile Wetterlage einstellt. Denn wenn sich über Skandinavien mächtiger Hochdruck aufbaut, dann können die Atlantiktiefs nicht mehr durchgreifen und Richtung Skandinavien ziehen.